XC's Craft ist wirklich 1A. Muss man so sagen. Also dieser Server ist nahezu perfekt. Es gibt so gut wie keine Makel. Guter Server, richtig gute Plugins. Nahezu auch die Hälfte selbst gemacht. Also 1A Props. Aber da gibt es halt so ein Problem. Und das sind die Supporterwahlen. Ja, da, weiter. Ja, das muss ich auch einfach nicht sagen. Du hast gesagt, wenn die Spieler die Supporter selbst wählen dürfen, ja, wenn die Spieler die selbst wählen dürfen, dann wird das Problem verhindert, dass schlechte Supporter gewählt werden. Schwächste Spieler. Damit ist das Problem behoben. Aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Muss ich heute auch einfach mal aufdecken, ein bisschen erzählen. Ich bin selbst betroffen davon. Und ja, wir werden einfach heute mal etwas darüber reden. Also fangen wir erstmal damit an, was mir passiert ist. Ich könnte jetzt auch den ganzen Text vorlesen, der 3 Kilometer lang, den ich Darkfighter geschrieben habe, dass ich unfair gebannt wurde, weil sich entweder einer gegen mich aufgestellt hat oder zwei sogar, einen Test-Support. Ich weiß nicht, ob der Test-Supporter Kassenbilder etwas damit zu tun hat. Auf jeden Fall ist das so stur, um einzusehen, dass ich unfair gebannt wurde, ja. Ich glaube, das sollten alle wissen. Mit Toolbox kann man Namen fälschen und genauso wurde ich gebannt. Mehr brauche ich nicht sagen. Es wurde Nuke und Haze benutzt, obwohl das eigentlich noch nicht mal geht. Ich weiß selbst nicht, wie das überhaupt zustande kommt. Also erstmal, ich weiß nicht, wie man dieses gefälscht. Also jetzt mal nochmal davor. Ich kann es ja nicht beweisen. Also falls ihr, ja, ich habe hier abstehende Haare, das habe ich immer, weil ich gerade FIFA gespielt habe und mich so aufgeregt habe. Nein, Spaß. Ich habe keine Beweise, also kann ich es auch nicht beweisen. Ja, auf jeden Fall, ich wurde unfair gebannt, laut meiner Position. Ja. Ich will jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich so Hyperpolitiker, aber ich möchte halt, dass jeder weiß, dass ich es halt nicht beweisen kann. Und ich verstehe auch, dass man mich bannt. Es gibt nämlich, das werde ich in der Beschreibung verlinken, ein Beweisvideo, dass ich fair gebannt worden bin. Da frage ich mich aber, wie kann dieses Video überhaupt entstanden sein? Ich war bei Junge. Da war einfach eine Fliege. Ja, es geht noch nicht mal, sein Nuke zu benutzen. Ja. Sowas geht nicht. Das hat Darkfighter selbst bewiesen in seinem Video. Guckt euch das Video auch an, geht auf Darkfighter und dann auf Hacker auf XC's Craft, ja? Und da sieht man eindeutig, dass es gar nicht geht. Ja? Okay. Ja, es geht nicht. Okay, aber ich könnte ja irgendwelche Bugs benutzt haben, ne? Zum Beispiel Effizienz Level 100. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ich könnte ja irgendwelche Bugs benutzt haben, ja? Aber mein Alibi, ich war bei 4Cookie. 4Cookie ist ein Spieler, der ist auf meinem Discord, der ist auch unten verlinkt oder verlinke ich heute mal. Richtig cooler Discord. Jetzt auch noch Schleichwerbung, ich kotze ab. Auf jeden Fall, ich war bei 4Cookie, das ist mein bester Freund da und ich habe ihm Dias geschenkt, weil er hat so eine Aktion gemacht, dass er für neue Spieler halt ja Geld sammelt. Ich habe ihm 150 Euro gespendet. XC's Coins, Entschuldigung. Das Ding ist, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist ausgerechnet Kassenbilder und der Typ, der es auf mich abgesehen hat, heißt Hamsaboss oder Hamsabo. Ich sag jetzt einfach Hams, ja. Hams, oder ich weiß ja nicht, ob Kassenbilder was zu tun hat, aber bei Hams bin ich mir zu 90% sicher. Da kann ich euch auch sagen, warum. Er hat mir nämlich geschrieben, payst du mich dein ganzes Geld, dann werde ich dich bannen lassen. Da habe ich mir erst gedacht, ja, tolle Drohung. Hm? Da war ich sterbenskrank im Bett. Okay, nicht sterbenskrank, aber ich hatte schon krasse Symptome. Ja, und da freue ich mich, dass dieser coole Server released wird. Und dann kommt so ein Typ, ne, und ist etwas gemein. Ja. Aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, Kilian, warum dein ganzes Geld? Ja, das kommt ganz einfach. Ich bin der reichste Spieler da gewesen. 27k
erwirtschaftet über die Tage, über die Woche für nichts. Dafür, dass ich von irgendeinem Typen gebannt werde. Toll, oder? Ihr könnt mich gerne fragen in den Kommentaren, warum ich so viel Geld habe. Ich kann es irgendwann in einem Video nochmal erwähnen. Jetzt werde ich das nicht machen, das dauert einfach zu lange. Ihr könnt aber gerne fragen, dann sehe ich, ob ihr Bock habt auf so ein Video. Oder falls ich im Bann werde, Darkfighter, bitte, dann bann mich. Oder irgendein anderer. Ja. Also, ich verstehe nicht so ganz. Also, ich kann schon verstehen, warum die Theorie herkommt, dass ich gebannt werde. Weil man sieht, ja, KiaNDG, er hackt und dann wird er gebannt. Ja, würde ich auch so machen. Das Ding ist, als Supporter müsste man sich auch hinterfragen, also man sollte schon hinterfragen, ist das jetzt wirklich der richtige Kian oder ein Faker? Ich zum Beispiel würde schreiben, hey, ich mache irgendwie eine Verlosung oder so, um dich zu verifizieren, musst du einmal springen. Ja? Und wenn er dann nicht springt, dann heißt es, dass er den Account gefälscht hat. Ich verstehe aber auch nicht, das ist jetzt wirklich meine Frage. Wie kann man diesen Landwirt ran? Wie kann man den denn bitte faken? Also, es geht wahrscheinlich schon, Toolbox kann alles gefühlt, aber ich verstehe nicht, wie das geht. Müsst ihr mich in Kommentaren aufklären, falls ihr Toolbox nutzt, wie das geht. Ich weiß auch nicht, wie man diese Namen faked, aber ich weiß, dass es möglich ist. Es ist nur etwas umständlicher, könnte man das so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch da auf Discord eine Auseinandersetzung, weil ich habe Darkfighter in den Kommentaren geschrieben, ich wurde ungefähr gebannt. Und er hat halt gesagt, melde dich im Discord. Davor habe ich das aber schon gemacht. Hier zeige ich ihm. Das sind hier diese Konversationen. Ich werde jetzt ein bisschen länger das hier lassen. Ihr könnt gerne auf Pause drücken. Da könnt ihr es euch in Ruhe durchlesen. Auf jeden Fall, das war's halt. Und das war's halt und das hat mich aufgeregt. Das hat mich aufgeregt, dass er mich auch noch für dumm verkauft und mir sagt, wie kannst du nicht checken? Du hast gehackt, jetzt wird sein ja nicht so. Gib es doch zu. Ja, irgendwie, ich find's unfair. Vor allem, ich mach dieses Video, wollte ich schon länger machen. Aber ich bin einfach nicht zufrieden. Ich möchte auch nicht diesen Server zu tot haten. Dieser Server ist toll. Aber jetzt nochmal auf dieses Supporter-System zurückzukommen, ist es einfach nicht gut. Kurzcut. Ja, okay, dann, go. Es ist einfach traurig, dass Supporter gewählt werden können, die sich als Spieler richtig nett ausgeben, aber in Wahrheit ein zweites Gesicht tragen. Ja, das ist, als würde ich jetzt so machen. Das ist eine Maske. Ne? Und jetzt könnt ihr fragen, ne? Warum hat jetzt Hans Abo es gegen mich aufgesehen, nur weil ich viel Geld habe? Es gab nämlich schon mal eine Auseinandersetzung, davor noch. Wollte er nochmal, dass ich gebannt werde, davor noch. Weil er gesagt hat, im PvP-Bereich, ich war im PvP-Bereich, Farmwelt 2, da kann man, glaube ich, als, auf jeden Fall erst ab am Rang kommen. Da hat halt, dieser Hamsabo hat gegen mich gekämpft, beziehungsweise B-Craft hat gegen mich gekämpft, Hamsabo stand neben mir und hat gesehen oder meinte, dass ich hacke, ja? Also das hat sich jetzt angehört, das würde ich wirklich sehen, aber ich schwöre, ist egal. Auf jeden Fall, also ich schwöre, ich habe nicht gehackt. So, mehr kann ich auch nicht sagen, mehr kann ich auch nicht beweisen. Ja, da hat er gesagt, ich habe halt Kill-Aura, ne, damit ich gebannt werde. Kill-Aura, für die es nicht wissen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, da schlägt der Computer automatisch gegen andere Spieler. Ja. Hat B-Craft eigentlich gesagt, nee, stimmt nicht, aber trotzdem. Und jetzt droht er mir, dass ich gebannt werde, dass er mich bannen lässt. Und das ist irgendwie auffällig. Aber natürlich
Ne, ich kann es halt nicht beweisen. Und das Blöde ist, ich wurde für 30 Tage gebannt. Okay, ich finde es nicht schlimm. Aber es gibt zwei Aspekte, die daran ultra kacke sind. Erstens, Cousin Gamer hat Cousin Builder hat gesagt, dass mein ganzer Account auf diesem Server gecleared wird. Und das ist natürlich nicht blöd. Das ist natürlich blöd, nicht blöd. Über 15 bis 18 Stunden rein investiert, nur um dann wegen 12 Schwachmaten gebannt zu werden. Ist wirklich überhaupt nicht schön und sollte auch irgendwie traurig. Und jetzt der Server, der wächst ja. Wirtschaftlich als auch vom Rang. Die bekommen ja alle Online-Punkte und ich kann ja nicht weitermachen. Okay, kurzer Cut. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was sie gerade gehabt haben, aber weiter kann ich nur sagen, warum ich dieses Video angefangen habe, mit dem Satz, ich habe hier nicht mit dem Satz angefangen, aber ich habe die Live-Frage dazu gestellt, warum ist die Supporter, weil für mich in meinen Augen, in meinen kleinen süßen Äuglein, die blau sind, so ungut, okay, ungut würde ich nicht sagen, da wurde sich bestimmt auch viel Mühe reingesteckt, aber etwas billig. Auch nicht billig, Mann! Mir fehlt das Synonym. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall unkonventionell, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall, weil für mich, man kann sie ja voten, ja. Und gewotet wird ja anhand der Online-Punkte. Also, wer die meisten Online-Punkte hat, der steht am meisten oben. Ja? Und da kann man, da kann man halt einfach die ganze Zeit spielen. Egal, was man macht, man bekommt Online-Punkte aus und man baut AFK-Brunnen oder macht den Controller an und läuft die ganze Zeit weiter. Da wird man höher gerankt und man wird auch mehr gewotet und man hat den höchsten Rang, ne? Man wird gesehen und das ist eigentlich voll billig, ja. Und da finde ich das irgendwie komisch, dass ich richtige... Geh weg, Junge! Oder mich. Da finde ich es irgendwie komisch, dass richtige Leute, die wirklich was für den Server tun können, aber halt nicht so viel Spielzeit von vielleicht einer Stunde, wo man 64 Online-Punkte bekommt, dass die halt keine Chance haben. Dass die keine Chance haben, Supporter zu werden, weil man sich nicht bewerben kann. Man kann sich als Builder bewerben, man kann sich als Developer, als Admin bewerben, aber nicht als Supporter. Dass richtige Leute es nicht schaffen können, in dieses Team zu kommen, aber irgendwelche dummen, ne? Dass irgendwelche komischen Leute, die es überhaupt nicht verdient haben, einfach so eine freie Karte bekommen. Das ist einfach unlogisch. Und ich möchte auch nicht sagen, Darkfighter, dass du dieses Plugin rausmachen sollst. Aber das ist wenigstens dass du wenigstens die Chance gibst, anderen Leuten, anderen richtigen Leuten, die sowas nicht machen würden, wie das, was mit mir passiert ist, dass du den anderen Leuten eine Chance gibst und denen auch die Chance gibst, Supporter zu werden. Weil das ist wirklich nicht schön, was da auf dem Server passiert. Ich habe ein paar Leute, denen ist es auch passiert, ne? Und mir ist es auch passiert, dass ich jetzt einfach nicht mehr spielen kann. Und was auch noch ein Nachteil war, das wollte ich ja auch noch sagen. Es gibt einen Samstag ein Event. Wir haben heute den 21. Das heißt, heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das ist dann am 26.09.2020. Da ist ein Event und da kann ich nicht mitmachen, weil ich zu Unrecht wegen einem schlechten Supporter gebannt wurde. Cousin-Builder. Ja? Und natürlich glauben dann alle Cousin-Builder, weil er ja der Test-Sub ist. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Und überhaupt, bis überhaupt ein richtiger Supporter rauskommt, dauert es 5 Wochen. Weil man muss 5-mal hintereinander gewotet werden zum Test-Supporter, damit man ein richtiger Supporter wird. Und man kann ja nicht jeden Tag sich krank schreiben, um 100 Stunden lang zu zocken. Das macht keinen Sinn. Ja, das geht auch so nicht. Und das ist für mich traurig. Das ist für mich der einzige Nachteil in diesem Server.
aber auch der Größe. Also wenn man den ausbessert, das hat mich von Anfang an, und das sage ich nicht, weil ich Supporter werden möchte, ich sage das, weil ich das generell unfair gegenüber den Leuten finde, die von Intellekt her sehr gute Chancen hätten, aber es halt nicht schaffen. Aber irgendwelche gemeinen, missgünstigen Leute es einfach so hingeworfen wird, wie Hundefutter. Es ist halt so. Und damit habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Eigentlich wollten wir an Dark Fighter und ich schon am Sonntag uns per Internet zusammensetzen, über Discord, und mal darüber reden, ne, wie es das jetzt so ist. Ich hoffe, Dark Fighter, du siehst dieses Video. Und damit bin ich raus.